Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Suicide of Rachel Forster. Ja, wir sind hier ein bisschen verzweifelt am Rumlaufen und ich weiß immer noch nicht so genau, wo wir jetzt eigentlich sind und was wir jetzt eigentlich machen müssen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass wir wieder nach oben müssen. Waren jetzt hier Treppen? Rezeption, Halle, Boiler Room. Nee. Ich muss jetzt erstmal wieder den Weg finden, wie wir wieder zurückkommen. Das ist jetzt das ganz große Problem, weil da waren Treppen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir irgendwas nicht richtig gemacht haben. Dass wir zwar auf der richtigen Spur waren da oben, wo wir rumgelaufen sind. Moment, hier ist jetzt die Küche. Wieso ist hier die Küche? Die war doch gar nicht unten. Hä? Jetzt muss ich aber doch nochmal eben gucken. Hier, ich hatte ja gesagt, dass wir zum Restroom mal hingehen sollten. Aber wie bin ich denn jetzt da? Achso, da bin ich die Treppen raus und zur Küche. Wenn ich mich jetzt rechts halte und die erste rechts reingehe, dann müsste ich ja theoretisch... Ich bin jetzt hier durchgekommen, oder? Die erste rechts rein, das wäre dann hier. Dann komme ich dahin, wo ich gar nicht hinkommen wollte. Okay. Ja, so viel dann zu... es ist richtig, wenn man die Karten liest, dass man dann auch dahin geht, wo man hin möchte. Gehen wir jetzt einfach mal hier rum. So, das ist der... Doch, meine ich doch. Das hier ist dieser Frozen-Raum da. Dann komme ich ja von hier. Achso, dann hätte ich den Gang nur in die andere Richtung gehen müssen. Ach Mann, warum drücke ich immer... Ich verstehe es nicht. Warum drücke ich immer Escape? So, ich bin hier von rechts gekommen gerade, ne? Das sieht so aus. Dann müssen wir jetzt hier rum... Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wo ich jetzt hin muss. Ja genau, Männer, Frauen. Okay, ich hatte recht, was wir zuletzt in der Folge gesehen hatten. Nimm es wieder in die Hand. Was wir zuletzt in der Folge gesehen hatten. Kann ich da rein? So muss ich dann... Treppen hochlaufen. Ich muss Treppen hochlaufen, damit ich wieder runterlaufen kann. Okay. Was wir auf der Übersichtskarte gesehen hatten, bei den Badräumen. Ich schätze mal, ich muss dem Kabel folgen oder sowas, ne? Dass das vermutlich das ist, was die meinten. Gut, wenigstens haben wir es jetzt noch gefunden. Wir haben zwar lange, lange Zeit gebraucht, aber das, was ich dann am Ende gesagt hatte, war doch richtig. Okay, also... Wieso ist das Gitter jetzt wieder zu? Hä? Und wieso kann ich das Gitter nicht... Hä? Was ist das hier? Ein Lippenstift. Kann man den nicht aufheben oder so? Oder muss ich dafür... Ich wollte ihn eigentlich nicht fotografieren, aber... Huch, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay. Wasserwaage. Die wollte ich nicht aufheben, aber ist in Ordnung. Knöpfe. Schalthebel. Ich wollte gerade sagen, Baby, wir haben wieder Strom, aber... Obwohl doch, es wird hell. Es wird hell. Jetzt kann ich mir auch den Lippenstift angucken. Wieso kann ich den vorher nicht angucken? Muss ich nicht verstehen. Red Doll, rote Puppe. Okay. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh.
What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Okay, warum hat sich die Tür gerade geöffnet? Hallo? Oh. Ja. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Ja toll, worüber muss ich... Achso, da muss ich ihn nochmal anfunken. Okay, also wir sind jetzt im Zimmer von unserem Vater, so wie es aussieht. Aber es sieht nicht mehr so aus, wie es vorher hier ausgesehen hat, sondern sie hat sich hier anscheinend so ein kleines Kriminallabor gemacht. Der Lippenstift ist hier drauf. Pastor Forster... Weiß ich jetzt nicht, was da mit der Sache zu tun hat. Das werden wir vielleicht gleich hören. Leonards Book. Und einige Dinge. Gehen wir mal einfach alles nach und nach durch. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. I really don't know what to think. It's just that... Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Okay. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, naja... Ist irgendwie ein komisches Spiel, es ist kein Horror drin auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist alles so gruselig gemacht, irgendwie mit den Geräuschen und so. Jetzt entwickelt sich das nach und nach ja schon zu einer kleinen Kriminalgeschichte. Also mittlerweile wird es richtig interessant, finde ich. Achso, das möchte sie nicht melden. So... Rachel is sad. Rachel says she feels alone. Love you, Rachel. I heard you, Rachel. You were right behind me. Okay. Can't see your smile, honey. Today I saw Rachel. There's light everywhere. Rachel doesn't want to do
Her speech therapy exercises. Also links, das hört sich ja noch grenzwertig an. Aber rechts, ich habe dich gehört, Rachel. Du warst direkt hinter mir. Rachel ist traurig. Rachel sagt, sie fühlt sich alleine. Ich liebe dich, Rachel. Ich meine, ne, das wird ja wohl der Vater geschrieben haben, nehme ich mal an. Das hört sich jetzt schon so an, auch gerade in Kombination mit dem Anruf, den wir ja vor 2 Folgen oder wann bekommen hatten, dass sie halt noch lebt, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich als Geist unterwegs ist, so wie sich das anhört. Das hört sich schon ein bisschen seltsam an. So, So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, well, I'll hear you out. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Geschichte einer Freundin. An 29 ist sie gewesen, okay. Also ihr könnt euch das gerne durchlesen. Im Endeffekt haben die beiden das ja jetzt schon so ein bisschen zusammengefasst. Oder, naja, sie hat so ein bisschen zusammengefasst. Was war das? Ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt bei mir draußen auf der Straße war oder ob das jetzt wirklich hier drin war. So, oieiei, das sind wohl ganz viele Zettel, Post-its oder sowas, die bei ihr an den Spind dran gemacht worden sind, als sie, ja, gestorben ist, umgebracht worden ist. Man weiß es nicht. Die sind wohl alle sehr betroffen, steht hier drin. Große Tragödie. Die wollen nur, dass jeder weiß, dass niemand alleine ist und so weiter und so fort. Diese üblichen Worte, die man dann halt in so einer Situation von seitens der Schule schreibt. Schade, dass man das nicht ein bisschen vergrößern kann. Das blendet hier so ein bisschen. Die Rachel war wohl die Tochter des Pastors Solomon Foster. Ach, das ist wahrscheinlich der, der hier in der Kapelle gewesen ist. Müsste ich jetzt den Namen nochmal angucken. Okay. Ja, und er, also ich denke mal, dass das sein Kommentar war. Irgendeiner hat dann kommentiert, dass sie definitiv keinen Selbstmord begehen würde. Ja. Ja, Pastor, genau, das war er hier. Ja, können wir denn noch irgendwas machen? Irgendwas an Rachels Geschichte stimmt nicht. Ich muss den Hinweisen in Leonards Zimmer nachgehen und es herausfinden. Also diesen Hinweisen hier nachgehen. Ja, was soll man denn hier noch machen? Sagen wir es mal so. Hinweise auf dem Schreibtisch, kann ich noch was machen? Ah, okay.
Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or, Rachel is sad. Or, Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Naja, ob der da so wirklich das Interesse dran hat, ich weiß nicht. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass der Typ irgendwie falsch spielt, weil ne, immer wenn er sagt, geh dahin, dann fällt plötzlich eine Tür hinter mir zu oder solche Sachen und ja. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean, from what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved? Possibly. Anything else? Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. And once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T.